Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Kingdom Hearts. Ja, wir sind den Hollow-Bestien in der letzten Welt von Kingdom Hearts und ich bin gespannt. Wir haben das Biest auf unserer Seite, kämpfen hier gegen Riku, haben den Kampf gewonnen. Allerdings, naja, was vor uns liegt, ist noch etwas härter. Was haben wir hier? 4 Aushöhlungen, was zum sind zu sehen. Okay, dann müssen wir wohl 4 Stücke finden, bevor wir die Tür öffnen können. Alles klar. Und wo diese sind, die finden wir in diesem Part. Bibliothek. Ein gelbes Buch. Okay. Oh, ein rotes Buch gefunden. Schön. Das packen wir da gleich mal hier rein. Alter, was für ein Brocken, ey. Was für ein Buch. Größer als der Oberkörper von Sora. Hey. Das hier kennen wir doch. Also kommt Kairi von Hollow Bestien. So wie es ausschaut. Tja, wir werden wohl noch viel herausfinden hier. In dieser Bibliothek. Was haben wir hier? Wandelhalle? Ne, hier kommen wir ja her. Genau. Dann gehen wir hier längs. Finden wir hier was? Nein. Okay. Dann wahrscheinlich oben, ne? Ja, ich habe mich für das Biest entschieden, weil er einfach richtig krassen Schaden raushaut. Und Donald macht seinen Job auch nicht schlecht. Na, nochmal drehen. Ja, Freunde, hier sind also alle 7 Prinzessinnen, die entführt wurden, die wir verloren haben und die Geliebten in jener Welt. Tja. Zornopus, och, scheiße, ich habe gar nicht gesehen, was für eine Farbe das gerade hatte. Eine Triotech erhalten. Naja, Freunde, wir werden sie befreien und auch Kairi werden wir befreien. Und Riku mal so richtig auf die Fresse geben, der kleine dreckige Verräter, ey. Mann! Alter, wie oft muss ich denn hier drehen? Bitte. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir hier ein grünes Buch, das da ganz bestimmt nicht reingehört. Ach so, das haben wir gerade gefunden. Okay, super. Perfekt. Oh, einen roten Knopf. Ah, okay. Können wir das Ding jetzt drehen? Ja, sehr schön. Eine Megaportion. Ich würde sagen, ich tausche ganz kurz das Biest gegen Donald. Damit wir diese Triotech hier betätigen können. Die freundlicherweise direkt neben dem Speicherpunkt ist. Ah, und da haben wir das Buch. Okay. Okay, Gruppe zurücksetzen, sprich, das Biest wieder mitnehmen. Ist es das hier? Ich glaube nicht, oder? Nein. Das Buch, das wir suchen, ist da unten, sprich, die Bücherreihe. Ach, fuck, ich bin nach unten gefallen. Na egal, dann hauen wir zuerst das Buch rein. Oh, Biest. Hallo. Gut, hier haben wir alles. Ein blaues Buch.
Okay, wo das wohl ist? Hier. Und irgendwo hier kommt eins noch rein, ne? Ja, so eins. Das haben wir noch nicht, okay. Aber hier können wir jetzt eins reinhauen. Okay, was das jetzt gebracht hat? Keine Ahnung. Hier gibt's ja in dem Sinne nix. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz da hoch, um uns die Truhe... Warum ist das jetzt zu hier? Moment. Ja, genau. Bestimmt deswegen. Okay, Buch des Druiden. Die haben wir komplett. Gut, dann gehen wir hoch. Und hauen das mal da rein. Aber bevor wir das tun, holen wir noch diese Truhe. Ach komm, jetzt die Kamerasteuerung hier. Scheiße nochmal. So, jetzt aber. Anti-Z-Gummi, aha. Sehr spannend. Nicht wirklich, aber egal. So. Hauen wir das noch rein hier. Und dann fehlt uns nur noch ein Buch. Und zwar das Grüne. Ah, genau. Dieses hier. Sehr schön. Ja, wir spielen hier Bibliothekar und räumen alle Bücher auf. Und das dürfte das Rätselslösung sein. Zack. Okay, da haben wir das letzte lilane Buch. Weißmagie. Das kommt dann wohl da oben ins Regal und das wird uns wahrscheinlich eine Tür öffnen. Okay. Genau. Sehr gut. Und jetzt, da wir unser Schlüsselschwert wieder haben, sollte es nicht unbedingt schwierig sein, hier was zu reißen. Was haben wir denn hier? Ein Riss in der Wand. Aha. Interessant. Hier kommen wir also nicht weit, außer wir gehen da rein in den Liftschacht. Da ist ein Item. Da war ein Item. Oh. An der Außenmauer vorbei. Aha. Ach du Scheiße, wo wir da wohl hinkommen. Pff. Tja, da bin ich gespannt. Okay. Ach, da kommen wir nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch, oder was? Hä? Ach, da oben ist ein Item. Und wie hole ich das? Wie hole ich das? Wie soll ich das bitte holen? Hallo? Da sind überall Items, aber ich kann die nicht holen. Warum nicht? Das ist doch doof, Mann. Was für eine Scheiße. Ja, wie schalte ich dieses Item frei? Wahrscheinlich ist hier irgendwo eine Triotech, was diese Items runterholt und dann kann man sich die holen, aber... Hä? Naja, okay, dann gehen wir eben zurück, ne? Bringt uns ja nichts dann. Das Biest macht ein bisschen Moonwalk, während wir runtergehen. Kommen wir da noch auf die andere Seite? Nein, wir kommen direkt runter, okay. Okay. Ja, schade. Dieses Buch zu finden, sprich diesen Lichtschacht hochzugehen, hat uns einfach mal gar nichts gebracht. Schade. Naja, dann zurück in die Bibliothek. Sprich hier raus, weil wir müssen ja in dieser Wandelhalle diese Teile finden. Aha.
Zertrümmerungen stehen auf einer Seite. Na komm, jetzt greif den Krug an. Ah, da ist also das erste Teil. Okay. Und was willst du? Wahrscheinlich Feuer, oder? Die Kerze ist aus. Mhm. Machen wir mal so. Moment, wie ging... Nein. Feuer. Ah, weißt du was? Sora, bist du behindert im Kopf? So. Das sollte es getan haben, oder? Oder, ah, da gibt's noch mehr. Mhm. Hoffentlich keine Herzlosen. Das wäre ein bisschen nervig. Okay, da gibt's wohl noch mehr. Was willst du denn? Was, einer? Ein Platz, der meiner gebührt. Ah, dich muss man schieben. Da ist also das nächste. Zum Glück habe ich so viel Magie, ey. Das sollte... Da, was? Es gibt noch einen? Ach du Scheiße. Das waren aber viele von den Dingern hier gerade. Gut, dann eben das letzte noch. Ah, komm, visier doch einfach einmal das Richtige an, Alter. Ah, das Feuer in der Mitte geht aus. Okay. Ja, was interessiert mich diese Klappe da? Ich kann da auch hindurchfliegen. So, dann haben wir das Emblemsplitter. Oder den Emblemsplitter. Okay, ein Donnerschlag nützt hier gar nichts. Interessant. Gut, dann holen wir uns eben die Items. Was haben wir denn hier? Da. Zack. Ein weiteres Emblemsplitter. Was ist mit dir? Hast du was? Beziehungsweise willst du was? Anscheinend nicht. Pushen. Okay, dann haben wir hier noch den dritten. Es sind aber vier Emblemsplitter. Komischerweise. Ich kann mich nicht erinnern, wo der andere war. Also in der Bibliothek war er ja nicht. Und da im Liftschacht war irgendwie auch nichts. Und da oben, da ist auch nichts, irgendwie. Ah. Moment. Kann ich das Ding da oben irgendwie anvisieren? Nee. Ich muss da nochmal rauf. Na, oh, Mann. Ah, diese Kamera. Ab und zu echt, ey. Ja, dieser Lichtschacht, der hat einfach mal gar nirgends hingeführt. Also, da war zwar eine Truhe, aber da haben wir absolut nichts reißen können. Naja. Ich werde mich ganz kurz hier mal so, ne? Zack. Und ich glaube, alle Embleme sind in dieser Wandelhalle. Sollten auf jeden Fall. Ah, da, ah. Ach so, das habe ich ja völlig übersehen. Hier, der hier. Ein Blitz ist eingraviert. So. Und jetzt? Ach so. Hehe, den habe ich auch übersehen.
Ah, eine Triotech. Okay, da müssen wir kurz Donald holen. Ich glaube, es ist auch besser so, wenn wir mit Donald spielen. Klar, das Biest haut einfach viel mehr rein, aber man verpasst so unglaublich viele Triotechs, wenn man einfach die Leute nicht dabei hat, ey. Das ist unglaublich. Das ist voll scheiße. Das finde ich echt ein bisschen doof, dass man da immer die anderen dabei haben muss. Das ist echt ein bisschen nervig. Da muss man immer zurück und machen und tun. Obwohl ich gerne mal der Hauptgrund, warum ich immer Donald und Goofy bei mir hatte, ist einfach, dass die Triotechs sonst nicht auszulösen sind. Und ich meine, wenn man schon in eine Welt kommt, wo es einen neuen Charakter gibt, dann will man den doch auch sehen, oder? Naja. So, das war's. Der letzte Emblemsplitter. Tja, Freunde, was hinter dieser Tür ist, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Kingdom Hearts. Tschüssikowski.